Knallig, bunt, voller Leben und durchaus exotisch präsentiert sich die IMAX 2013. Hunderte Menschen aus aller Herren Länder sind nach Frankfurt gereist, um hier ihre Stadt oder ihr Land als idealen Standort für Tagungen, Kongresse und Incentive-Reisen anzupreisen. Auch die Region Frankfurt-Rhein-Main darf natürlich nicht fehlen. Rund 60.000 Veranstaltungen finden hier pro Jahr statt. Kein Grund also, sich vor der internationalen Konkurrenz zu verstecken. Wir behaupten uns da sehr gut. Wir gehören zu den beliebtesten Tagungsstandorten Deutschlands und auch in Europa. Wir spielen mit Paris, Berlin, London so in einer Ebene. Und wir behaupten uns vor allem aufgrund unserer Lage, der Flughafen, die Messe, eine der größten Messen der Welt, eine der größten Flughäfen der Welt. Und hinzu kommen natürlich die 40.000 Betten in unterschiedlichen Kategorien von den über 250 Hotels hier in Frankfurt am Main. Während die einen Nationen es eher futuristisch mögen, setzen andere auf Traditionalität oder werfen gleich ihre Köstlichkeiten in die Waagschale. In jedem Fall kehrt hier jeder die Schokoladenseiten heraus, wie etwa beim Schoko-Bodypainting für Flandern. Auch Frankfurt zeigt sich von seiner schönsten, der grünen Seite. Denn grün ist Trend, auch bei den Zukunftsplänen des Kongressstandortes am Main. Es kommt das Cup Europa nächstes Jahr, ein neues Tagungs- und Kongresszentrum hier bei der Messe, was natürlich auch sehr nachhaltig jetzt entwickelt wird. Ist auch ganz wichtig. Green Meetings, Green Conferences, ein wichtiges Thema in dieser Tagungsbranche. Nachhaltige Architektur ist überall in Frankfurt vertreten. Weil man das aber von außen nicht gleich sieht, will die Stadt gemeinsam mit Architektur im Dialog mit dem Projekt Klimatours Planer, Architekten und andere Interessierte in die Vorbildgebäude der Main-Metropole bringen. Auch beim energieeffizienten Gebäude zählen, wie wir sagen, die inneren Werte. Das heißt, es ist die Lüftungstechnik, es ist die Beleuchtungstechnik, die effizienter ist, oder auch die Versorgungstechnik, eine spezielle Absorptionskälteversorgung. Das zeigen wir, wie das funktioniert. Und da muss man eben hinter die Kulissen oder aufs Dach oder in den Keller gehen. Und Klimatours öffnet den Menschen Türen und Tor für die energieeffizienten Gebäude. Noch bis 23. Mai werben Frankfurt und die Welt auf der IMAX um neue Gäste.